Das Puzzlespiel Abel Black handelt von dem titelgebenden Androiden, der einen Bürgerschaftstest ablegt. Dafür muss er beweisen, dass er zu Emotionen fähig ist. Erst dann darf er aus seiner unterirdischen Heimat zur geheimnisvollen Mutter an die Erdoberfläche. Sein einziger Gesprächspartner ist dabei eine schrullige künstliche Intelligenz. Entwickler Scott Leach hat eine eigenwillige Mischung aus Gamebook und Knobelspiel erschaffen, die den Spieler vor schwierige Rätsel stellt. Neben Sinn für Logik und guten englischen Sprachkenntnissen sollte man Geduld für die langen Textpassagen mitbringen. Ein Spiel für Freunde ungewöhnlicher Science-Fiction-Stories. Im Arcade-Plattformer Standby geht es um zwei Dinge: Schnelligkeit und Präzision. Der Spieler muss in einem Labyrinth über kurze Strecken sprinten, dabei Mauern durchbrechen und über markierte Flächen gleiten. Allerdings wirft nur ein kleiner Fehltritt den Spieler zurück an den Anfang. Jeder der 54 Abschnitte dauert zwar nur wenige Sekunden, aber das Frustpotenzial ist hoch. Um die Motivation zu steigern, haben die Entwickler eine Online-Bestenliste eingebaut. Noclip ist eine visuell minimalistische, aber herausfordernde Action-Hatz gelungen, die vom Klassiker Super Meat Boy inspiriert ist. Tiny Heist ist ein herausforderndes Stealth-Abenteuer. Das Spielprinzip ist simpel. Als kleines gelbes Männchen sammelt der Spieler Juwelen und schleicht sich zum Ausgang. Dabei muss er den Scheinwerfern der Überwachungskamera ausweichen, denn sonst wird er für die Wachen zur leichten Beute. Dank des rundenbasierten Spielprinzips hat man genug Zeit, um sich seine nächsten Schritte genau zu überlegen. Zwar glänzt das Spiel nicht unbedingt mit Originalität, aber mit verzwicktem Leveldesign und hohem Schwierigkeitsgrad. Beobachtungsgabe und gute Planung sind die Voraussetzung für einen erfolgreichen Einbruch. Im Point-and-Click-Abenteuer Paul Pixel von Xoron stellt die Titelfigur eines Morgens fest, dass ihr Stadtviertel von Alien-Zombies überrannt wurde. Im Stil von Klassikern wie Zack McCracken oder Maniac Mansion muss der unfreiwillige Held schräge Aufgaben bewältigen, etwa den Hund des Nachbarn finden oder ein Zombie-Kostüm organisieren. Das vereinfachte Interface nutzt auf aktuellen MacBooks die Touchbar. Neben der stilvollen Pixelgrafik dürften sich Retro-Fans besonders auf die Musik freuen, für die Sounds des C64 SID-Chips benutzt wurden. Dass die Rätsel nicht schwer sind, wird dabei zur Nebensache. Ein liebevoller Trip in die Vergangenheit, besonders geeignet für Fans der alten LucasArts-Klassiker.